Ich weiß auch nicht, wie weit ich jetzt schon oben bin. Ace bei der Spawner sind weiter oben. Kann ich leicht mehr benutzen. Okay, man sieht 40 Leben. Und der kann sich den Teil unsichtbar machen, was auch beschissen ist. Besonders beschissen ist eigentlich... sind die Typen, die einem das Schwert entziehen können. Es gibt Typen, die können einem das Schwert entziehen. Und die nerven so richtig. Oh, verdammt. Ah, da. Und noch mehr davon. Und mehr davon. Feuerzeug brauche ich erstmal nicht. So. Weiter geht's. Ah, die Fackel abbauen. Ja, okay. Wer eine Fackel will, kann man. Da kann man sich hier bedienen. So, das war knapp. Aber Level 30. Geil. Bookshelf. Sehr wichtig. Blazewood. Steak. Perk Shop. Kohle ist auch gut. Moment, war da unten nicht noch Kohle? Nein. War hier unten nicht noch Kohle? Ich meine, da war irgendwo noch Kohle. Ah, egal. Gut, was habe ich jetzt für einen Effekt? Water Breathing. Ja, das habe ich irgendwie ganz schön oft hier. Weg da. Danke. Jetzt habe ich wenigstens schon mal ein paar Bücher. Was bedeutet, dass wir dann schon eine erhöhte Enchantments machen können. Ja, das ist natürlich auch nett, dass hier ganz viele Spinnen sind. Arp, derp. So. Das Gute ist, die Spawner bringen einen verdammt viel EP. Und der ist Agro. Und der hat das Enchantment drauf, das mich so beschissen machen lässt. Hilfe. Wäre schön, jetzt mal mein Schwert wieder zu haben. Da ist mein Schwert. Hä? Was? Er ist alt. Ist da mein Schwert? Klasse. Ja, ich bin tot. Halbwegs. Huiuiui. Der war Hammer. Scheibenkleister. Das war nicht beabsichtigt. Und so ein Battle Tower Golem. Ich dachte, ich könnte den so nehmen, aber. Nein, man sieht, der ist recht hart und der war noch verzaubert. Und der hatte die beschissenste Verzauberung ever. Feuer und ähnliches. Was ist das denn da oben? Achso, ein Eisbär. Ich versuche jetzt erstmal mein Zeugs wieder zu kriegen. Und dann, falls ich das wieder kriege, juhu. Und falls ich es nicht wieder kriege, Scheibenkleister. So. Auch da. Seht, Polarbär. Polarbier. Ah, da. Da sollte mein Text drin sein. Warum habe ich doch 16 Level eigentlich? Keine Ahnung, aber... Und wie bin ich hier reingekommen? Von der Seite, eigentlich. Ender Bulwark, what? Keine Ahnung. Weg da. Weg da, sage ich. Weg da, ich brauche mein Zeugs wieder. So, jetzt hier reinschleichen, so halbwegs. Okay, Zombiefleisch brauche ich nun wirklich nicht. Okay, der erste Zeugs. Ja, da sind meine Sachen. Into Fire, ah, okay. Als meine Diamantsachen, ganz schnell. Wow. Whoops, a daisy. Wer ist Hammer? Iron Bow, Power 1. Okay. Wie viel hat der? Moment. Habe ich das richtig gesehen? 1047. Glaubt mir, dieser Typ ist eine große Nummer zu schwer für uns. Da sind doch... Da waren noch Sachen. Die sind ganz gut. Part of Low Level Hard Canisters. Crafting? Nö. Crafting? Nö. Der Typ ist da unten. Also könnte ich jetzt eigentlich...
Ah, nö, kann ich nicht. Schade, schade, aber wir haben schon mal die Sachen bekommen. Und ich will mich jetzt auch nicht zu lange aufhalten, weil 1000 Teile. Da brauche ich schon irgendwas Verzaubertes und richtig gut was an Skill. Also richtig Kopf auf Kopf. Kommt man da wirklich nicht durch? Ups, falsche Richtung. Merke ich gerade. So, du warst der Teleport-Typ. Ne, das war nur ein normaler. Da ist der Teleport-Typ. Ja, Fresse. Halten. Ja, ich glaube, der zerstört sich auch. Zerstört sowieso gerade das ganze Teil. Wenn man ihn töten würde, dann würde sowieso die ganze Burg einstürzen. Man könnte zwar noch schnell die Kisten räumen, aber man sollte sich am besten vom Acker machen. Phew, wie sammle ich meine Sachen wieder? Death Counter jetzt bei 1. Mm. Aber der, das war wirklich einer der stärksten Golems, die es hier wirklich gibt. Mit meiner jetzigen Ausrüstung keine Chance. Da lang. Moment, nee, das zeigt aber nicht hier drauf. Da hinten ist mein Haus, mein Scheißhaus. Hm. Sollte ich mal auch einen Waypoint hin tun, aber. Erstmal alles in die Kisten tun. Blub. Blub. So, hier rüberspringen. Easy. So, Kohle rein. Das kommt hier rein. Da rein. So. Sortieren. Den Amboss kann ich gleich platzieren. Spawn geht auch Chocobo. Ja, super. Geh mal her hier. So. Mm. Gut. Diamond in the Sky. So, das tun wir so hin. Amber World haben wir jetzt auch. Eisen haben wir auch. Brot brauchen wir nicht. Enderperlen, Strings, goldene Äpfel. Hm. Auch mal da rein. What a Flash. Hm. Da könnte ich auch einen Ofen tun. Das Bett. Dö-dö. Muss erstmal die Endtaste finden. So, jetzt könnten wir zwar hier reparieren, ich mach's aber nicht. Weil es was viel Besseres gibt dafür. So, das können wir so wieder machen. Emerald Shard, Spider Eye, Golden Shard. Wat? Bäh. Diamond Skid hier. Bones machen wir zu Bone Meal, wie immer. Da könnten wir draußen eigentlich gerade auch mal Dings machen. Blip. Ein bisschen düngen hier. Warum auch immer Knochenmehl Düngemittel ist, aber Notch oder Jack oder na Notch glaube ich noch. Wird schon seine Gründe gehabt haben. So. Perfekt. Nur 14 Seeds, was ein Scheiß. Bitte, so, da brauchen wir noch ein Seed. Da, Seed. Gut. Dann ist auch das Feld voll. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mal 3 sind 15. Oder besser gesagt 5 Brot pro Ernte. Gut. Was? Moment. Straw. Straw? Ich würde es jetzt mal spontan als Stroh übersetzen. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, die Teile droppen Herzen. Die bringen nichts. Und sind einfach unnötig. Ein Kumpel hat die angebaut und wir hassen ihn dafür. Hm, was könnten wir machen? Ich würde jetzt erstmal die Hütte ausbauen gerne, aber. Ich würde auch gerne erstmal ein Hausdach bauen. Und ich würde gerne die Gegend erkunden. Also, was nehmen wir? Hm, die Gegend erkunden. Gucken. Was hier so alles ist. So, ein Bett nehmen. Boing. Boing. So, hier Eis. Es gibt später Friserit-Rüstung. Die macht jetzt, dass man auf Wasser laufen kann, indem man eine Eisschicht ist. Ja, das einzige Problem ist, die Eisschicht ist nicht wirklich, na, sagen wir mal, real. Die sackt irgendwann ab. Oh. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Zwei davon. Die war recht nah zum letzten. Okay, zwei davon gleich in der Nähe. Ne, Moment, das ist zugebaut.
Hier ist noch ein Dungeon. Was? Zur Hölle. Okay. Ist hier was drunter? Nope. Doof. Ja, diese blauen Blumen wachsen wirklich überall, wo es Gras gibt. Also nicht auf Steine, sowas, nur auf Gras. Also könnte man eigentlich sagen, die sind recht häufig, sind sie aber nicht, wie gesagt. 2 pro Biom und Spawnrate ist 1 zu 1000 wahrscheinlich auf einen Chunk. Schätze ich einfach mal. Die sind so selten. Ich habe gerade mal 2 gefunden im gesamten Spiel. Okay, ich spiele noch nicht lange. Ja, später kann man sich mit Diamanten dann auch noch Hexical Diamonds machen. Diamanten. Und dann kann man dann damit einen Creeper killen. Nein, ja, kann man auch. Der Hauptgrund ist eigentlich, weil man kann man sich so eine coole Rüstung machen. Es gibt einmal eine Diebesrüstung, dann gibt es einmal noch ein Villager-Dorf. Okay. Guten Tag, habt ihr eine Schmiede? Was verkaufst du? Wow. Ihr habt ganz offensichtlich bis jetzt keine Schmiede. Dann seid ihr für mich kein gutes Dorf und von daher kann ich erstmal hier euer Stroh geben. Moment, Kartoffeln. Sind das Kartoffeln? Jo, Kartoffeln. Potato. Können wir die abbauen und auf unser Feld pflanzen. Dann werden wir Gärtner. Juhu. Freut sich jeder drauf. Ein Let's Play Minecraft. Wir werden Gärtner. Gut. Bis jetzt ist hier aber nicht so viel. Ich glaube aber nicht, dass Pine Forest das hier so viel auch ist in diesem bewaldeten Gebiet. Was schön wäre, wenn wir mal ein Schiff finden würden. Schiffe sind zum Teil, ja, also Schiffe kennt ihr. Und da gibt es dann Piraten drauf, meistens, oder eigentlich immer. Das sind alles Piratenschiffe, obwohl sie weiße Flaggen haben und alles. Oder weiße Segel. Da oben mal nach blauen Blumen gucken. Nope. Moment, was ist das? Achso, ja, die Kürbisse. Da hinten ist was. Mal gucken, was es ist. Ich kann es doch von hier nicht erkennen. Ist es irgendwas, das Cobblestone? Ist es eine Statue? Turm ist es nicht. Das ist eine Statue. Das soll wahrscheinlich einen Kopf symbolisieren. Interessant. Da oben ist ein Häuschen. Alter, hier gibt es viele Dörfer. Ja, das hat Hexel auch an sich. Es gibt sehr viele Dörfer. Jetzt. Wirklich sehr viele. Haben wir Emeralds mit? Nö. Allerdings, besser noch als Dörfer sind eigentlich wirklich Dungeons und alles. Du willst da rein? Ich nicht. Na, ich ja. Du nicht. Da, hier liegen noch ein paar Pflanzen auf dem Boden. So. So, die mal killen. Der kann sich gleich teleporten. So. Schon tot. Moment, habe ich jetzt noch einen Enderperl angesagt? Nope. So. Der Spawn ist abgebaut. Ein Villager ist drinne. Okay. A4 gibt es ja anscheinend nicht. Ich kann mal Fackeln setzen. Oh. Hier liegt so einiger Scheiß, aber. Was ist das? Wood Binding? Flint Shovel? Zombie Healer? Der ist mir wichtiger zu killen als der andere Teil. War klar. Was? Zombie Healer? Okay. Ich mach zudem 2 Schaden, verdammt. Zombie Healer immer zuerst killen. Damit sie nicht unendlich Leben haben, sozusagen. Zombie mit Bogen, nö. Na, ist deine Rüstung schon Schrott? Nein, aber bald. Du, wir haben die gleiche Rüstung. Ja, hier wurden anscheinend die Bücher. Die Dörfer abgerissen, dafür wurde das andere hier gespawnt. Moment, das ist eine Essenz. Genau, Electric Essence. Gut, also können wir auch mitnehmen. Das interessiert mich im feuchten Kehricht. Was das bringt, ist mir auch egal.